Dann kann ich das Level jetzt mit etwas weniger Problemen lösen. Zumindest. Ach ne, Fliegen ist ja dieselbe, okay. Der denkt auch gut mit. Aber das ist auch eigentlich richtig so, man sollte nicht rüberfliegen. Wo muss ich lang? Muss ich da hoch? Nein, ich muss ja runter, ne? Das heißt, schnell hier weg. Wow, fuck. Wo ist Boden? Hier ist Boden. Das kann ich problemlos jetzt abwehren, auch wenn das irgendwie nicht ganz gewertet wird. Ja, genau das wollte ich. Ich wollte davon abprallen und irgendwie irgendwo in die Lava fliegen. Das war mein Plan. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Moment, ich muss hier erstmal irgendwie hin. Ich darf mich nicht treffen. Okay, das ist natürlich eine blöde Bemerkung. Man darf sich nicht treffen lassen. Ui. Wow, wow, wow. Okay, der Typ, der wieder voll abgeht. Wo ist denn... Da. Da ist die Plattform. Okay. Ich muss immer weitermachen mit dem Flugpower-Up. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Hex noch zu ertragen. Und den zumindest sogar akzeptabel zu finden, was eigentlich auch so sein sollte, oder nicht? Man sollte auch die Hex wenigstens mögen und Spaß dran haben, was man dazu gar nicht. Jetzt muss ich so eine P-Balloon-Quest machen und wenn Luigi das Flugkorb hat, sieht das irgendwie noch bescheuert aus. Naja, mal sehen, ob ich hier heile durchkomme. Und schnell genug vor allem. Weil runter geht es nur sehr langsam und ich bin erwischt worden. Boah, es geht wirklich nur langsam runter. Ah, da hat er mich wieder gekriegt. Okay, schnell ein neues holen. Und nein, warte, das wird jetzt sehr schwer. Weil, da ist ja dieses rote Funkenteil von dem noch. Aber ich hab's geschafft. Ganz knapp. Es war wirklich sehr schwer. Wie gesagt, man kann ja ohne Save States alles vergessen. Weil es ist in meinen Augen schon richtig unmöglich. Aber wir sollen immer brav weitergehen. Und jetzt sind zu viele Sprites unterwegs, dass das sehr abbremst teilweise. Ich glaube, hier darf ich wieder normal weitermachen. Rein hier und Ziel. Oh yeah, das muss dann mal sein. Und zweites Level. Geht genauso weiter. Wir dürfen immer noch nicht fliegen, wie ich gerade sehe. Bisschen überspringen dürfen wir wenigstens trotzdem. Ach, das sind die Blöcke, okay. Ja, ja, ja. Okay, mach dich mal wieder breit. Okay. Irgendwie geschafft. Frag mich nicht wie. Das würde ich kein zweites Mal schaffen. Nein. Hä? Ah nein, der hat wieder. Der Safe State Knopf blockt wieder. Wartet. Ich glaube, hier bin ich sicher. Auch wenn ich das halbe Level von vorne machen muss, tut mir echt leid dafür. Safe Step Knopf ist mal wieder am Klemmen. Ups. Ach Mist. Ja, wegen dieser blöden Tatsache hat er automatisch immer nur Safe Steps gemacht und von daher war ich einfach nur an Stellen, wo ich gar nicht mal sein wollte. Einfach nur tot. Und von daher muss man da auch sehr viel wieder von vorne machen. Frag mich nicht, wie ich das gerade geschafft habe. Aber Fakt ist, ich bin hier total falsch. Ach man. Okay, ich muss also hier erstmal wieder zurück. Und dann im richtigen Moment. Okay, hier kann ich einfach unten durch und einfach durchfliegen, fliegen, fliegen. Ich hoffe, die Dinger stimmen jetzt nicht im Weg. Doch. Aber es ging doch eigentlich noch ganz gut. Okay, das war jetzt zu knapp der letzte. Und hier. Ach, wo muss ich denn überhaupt hin? Dahin, okay, gut. Ich war jetzt gar nicht bewusst. Mir war jetzt nicht bewusst, wo es überhaupt hingehen sollte. Ach so, ja, okay, das Ding geht immer im Zickzack hier rum. Aber ich muss immer den... Nein, nein, das mache ich jetzt ganz anders. Ich komme hier nochmal von vorne hin und springe hier hoch und versuche zumindest den einen zu töten. Den anderen kriege ich, glaube ich, nicht. Das macht schon mal alles besser für mich.
unten dürfte ich vielleicht sogar sicher sein. Sehr gut. Ach man, was haben wir denn da wieder? Nein, warte. Nein, er hat wieder automatisch auf Safe States gemacht. Anstatt, dass ich diese Stelle nochmal probieren darf. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, dass ich 30 Euro dafür ausgegeben habe. Was ist denn das jetzt? Ich meine, die Levels haben ja irgendwie gar keine Secret Exits, deswegen wundert mich das schon. Ach, er muss on sein, scheiße. Da nochmal. Nee, ich mach den gleichen Scheiß nochmal. Keine Ahnung warum. Also, was haben wir jetzt hier? Was ist denn hier anders? Sieht mir eigentlich nach einer Abkürzung aus irgendwie. Ich bin mir nicht ganz schlüssig darüber. Was mich aber sehr stört, ist, dass immer kreuz und quer schießende Dinge aus geraden Dingern da rauskommen. Und dass, wenn da so ein Teil ist, einer dieser fliegenden Panzer, was das da ist, dass ich automatisch von meinem Teil runterfalle. Das sind sehr nervige Faktoren. Boah, guck, er trifft mich jedes Mal, egal wie ich stehe. Es ist ein Treffer. Ich muss ganz unten stehen. Aber wenn ich ganz unten stehe, schaffe ich es überhaupt noch hin. Das ist dann viel zu kritisch. Ich weiß, er hat alles perfekt einberechnet, aber vielleicht ist perfekt manchmal auch richtig scheiße. Versteht ihr? Ich glaube, dahin muss ich jetzt. Hä? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt exakt die Stelle einfach. Er hat wieder Safe States gemacht, das ist echt toll. Scheiß Gamepad, Alter. Mann, warte mal. Ganz ehrlich. Ich meine, was habe ich noch zu verlieren? Vielleicht hat das jetzt irgend so eine Blockade gelöst, frag mich nicht. Das ist einfach nur furchtbar. Genau wie dieses Level auch furchtbar ist. Egal wo ich bin, ich werde automatisch... Es gibt doch gar keine Möglichkeit, da nicht getroffen zu werden von diesem einen Teil, was er da wirft. Davon wird man garantiert getroffen. Man wird von allem garantiert getroffen. Das ist doch nicht mehr schön. Ich versuche jetzt einfach auf diesem Ding ja weiterzumachen. Nein, ich werde natürlich erwischt. Boah. Boah, ist das ein Scheiß-Level. Und ich muss das auch noch spielen. Wisst ihr, ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja, Instant-Treffer. Und er macht Safe-States automatisch weiter. Mann, Alter! Scheiße, Alter! Was habe ich jetzt hier alles gedrückt? Ich will doch nur diese Stelle schaffen. Und natürlich hat es überall Slowdowns. Einfach, weil hier viel zu viel los ist. Einfach durch. Ich werde es jetzt nur ganz schnell hinter mich alles bringen. Schloss. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Den finde ich wohl möglich hier drin. Okay, überall Dinger. Einfach immer oben bleiben. Okay. Ja. Also. Zum Glück, ich sag's dir mal wieder, kann ich immer noch fliegen. Das rettet mir ein bisschen alles. Was kam denn jetzt aus diesem Block daraus? Irgendwie gar nichts, kann das sein? Also, was sehr nervig ist, ist, dass jeder Sprite, jeder Gegner so gesetzt ist, dass es mich automatisch trifft und ich automatisch reinrenne. Das war gerade im Level eben sehr bemerkbar und war einfach nur massiv störend. Und ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier nochmal mache. Hier war ich doch schon. Was soll denn der Scheiß? Das ist wieder so ein dreckiges Rätsellevel. Also hier ist schon mal was drin. Aber ich sterbe, wenn ich es einsetze. Ach man, kann ich mich nicht... Okay, ich kann mich auch einfach ducken. In den Dingern ist nichts drin. Das heißt, ich muss irgendwie einen P-Switch oder sowas finden. Oder ein Off-Off. Off, on, off, switch. Aber in diesem Block ist ja einfach mal gar nichts. Was ist denn das? Hier ist jetzt ein P-Switch. Okay, der war eben noch nicht da. Ja, Treffer. Egal, guck, ich muss dann wieder zurückrennen. Da muss ich mich hier wieder ducken. Da muss ich hier wieder hinrennen. Meistens spawnen die dann wieder neu. Und dann muss man das gleich einfach nochmal machen. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal hier hoch. Dann ist hier eine neue Tür, oder? Ja. Ach, oh nö, ich muss das in der Zeit schaffen, sonst habe ich Pech. Okay, das ist jetzt... Oh, und dann immer die gleichen Stellen nochmal, weil... Okay, wenigstens durfte ich das jetzt... Ich
Ich muss jetzt... Nein, nein, das dauert schon zu lange. Ich muss das ganz schnell schaffen. Weil sobald der aufhört, P-Switch irgendwie an zu sein, keine Ahnung, ist alles umsonst. Und hier würde ich gerne rüberfliegen. Aber ich bin ja wieder hier, was? Hä, dann habe ich auch gar nichts davon gehabt. Wenn ich jetzt hier runterlaufe, vielleicht ist da auch ein P-Switch. Ja. Ich weiß nicht, ob er am Anfang da war. Wenn ja, habe ich alles umsonst gemacht. Wenn nein, dann habe ich alles richtig jetzt gemacht. Aber ich werde mich trotzdem noch ganz kurz umschauen, ob da hier irgendwas Verstecktes ist. Das ist aber nicht. Also wird es wohl diese Tür sein. Aber dennoch kommen wir am selben Ort wie vorher raus. Das ist sehr schlecht. Also habe ich so gesehen gar keinen Fortschritt gemacht. Hier ist auch wieder eine Ranke, die nach oben führt. Das sollte ich nicht machen, keine Spin-Jumps, weil dann habe ich keinen Boden und dann ist alles schlecht. Okay, wieder P-Switch. Ich nehme den mal mit und hoffe einfach mal, jetzt ist da hinten irgendwas. Ist aber eigentlich nicht, ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann auch nicht durchrennen, weil die immer irgendwelche Blasen sind, die mir die ganze Zeit den Weg blockieren. Ja, dann probiere ich mal wieder das gleiche wie eben aus. Aber an sich komme ich in diesem Level schon mal gar nicht weiter. Das steht schon mal fest, würde ich sagen. Also, hier bin ich wieder am Levelanfang. Das ist wirklich sehr schlecht. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann ist da auf Dauer aber auch nichts. Wenn ich hier lang gehe, bin ich auch am Levelanfang. Hat keinen Unterschied gemacht. Warum gibt es dann den Weg? Ich meine, das ist jetzt eins, wo ein Power-Up rauskommt. Und wenn ich hier lang gehe, dann wird es der Weg sein mit dem P-Switch. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, wo ich lang gehe. Auch wenn ich gerade irgendwie zu blöd bin, da hochzufliegen, frage mich nicht warum. Also das ist jetzt der Raum mit dem Power-Up. Mit dem P-Switch meine ich. Sollte es eigentlich sein, oder nicht? Ich gucke mal nach. Ja, das ist er. Nur leider macht das dann keinen Unterschied, wo ich lande am Ende. Ich gehe hier rein. Ich lande hier. Und ich gehe hier rein und lande hier. Drücke ich den P-Switch nicht. Lande ich trotzdem hier. Okay, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Aber zumindest haben wir doch mal ein neues Abteil entdeckt. Boah, es ist auch ein ekelhaftes Level. Überall werden jetzt hier Flammen auf mich zukommen und sowas. Boah. Ach ja, auch Spin-Jumps klappen natürlich nicht. Okay, immer einen machen und dann irgendwie mal Pause, keine Ahnung. Aber dann kommt auch schon die Plattform. Nicht die Plattform, dieses Stück Lava. Ach Mist. Ich hatte es eigentlich geschafft, dann habe ich Load Set gemacht, weil ich dachte, ich bin tot. Ach, ich kann da nicht hoch. Okay, da ist jetzt eine Tür und da ist jetzt eine verschlossene Tür. Also heißt das... Nein. Das heißt, ich darf diese dreckige Abteilung nochmal machen, irgendwie. Warte mal. Ich kann nicht so rein oder so. Ich muss das wirklich gleich irgendwie nochmal machen. Das ist sehr scheiße. Also, wenn ich jetzt... Ist das jetzt ein dritter Raum oder wie sieht's aus? Ich habe keine Ahnung. Weil ich hier nämlich wieder dahin komme. Und hier ist jetzt wieder ein P-Switch. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Raum ist oder nicht. Aber jetzt komme ich ja hier rein, wenn ich... Okay. Das ist schon anders, weil ich komme jetzt hier da rein.
Eben bin ich durch einen ganz anderen Weg da reingekommen. Also macht das ja irgendwo schon seinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt an sich richtig liege. Das Problem nur ist, jetzt habe ich ja immer noch kein P-Switch. Also ist die Situation dort immer noch dieselbe, oder nicht? Nein, ich komme jetzt nochmal in einen neuen Raum. Gut, gut. Ich mag solche Rätsel gar nicht, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich sie irgendwie gelöst bekomme. Aber es ist ja noch nicht vorbei, es geht hier noch weiter. Ernsthaft, Boss. Da gab... Ich meine, es gab da gerade einen P-Switch. Nicht einen P-Switch. Seht ihr, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier rede. Aber es gab einen, ein Midway-Point. Davon habe ich versucht zu reden. Aber... Dann kommt direkt ein Boss. Wobei ich sagen muss, ist es ein Custom-Boss. Ist es der erste Custom-Boss in diesem Spiel? Oder in der Luigi's Adventure-Reihe, kann das sein? Aber es sind... Ach, sind... Ah nein, der macht wieder automatische Save-States. Sind drei von denen, okay. Das heißt, die umzubringen wird natürlich gar nicht mehr so einfach. Erst recht, wenn ich irgendwie nicht mal erwische, so wirklich. Okay, einen habe ich. Und einen Treffer. Gut. Wird jetzt halt ein bisschen dauern, bis drei von denen tot sind. Mist, schon wieder nicht erwischt. Doch, jetzt habe ich einen. Habe ich einen getötet? Ich glaube, einer ist tot, ne? Und auch hier ist mal wieder mit Power-Up das Ding viel einfacher, weil ich Bomben immer einfach umdrehen kann. Und dadurch wird mir vieles, was eigentlich voll viel zu schwer wäre, erleichtert. Und ich werde gerade gerufen, das heißt, ich muss mal kurz eine Pause machen. Okay, weiter geht's. Anscheinend laufen mal wieder Leute in meinem Haus rum, das heißt, ich muss die Aufnahme auch gleich beenden. Weil... ich mich nicht gerne stören lasse, aber ich eigentlich immer gestört werde. Das heißt, ich muss dann irgendeine andere Mal weiter spielen, aber das ist ja kein Problem. Ich glaube, ich brauche sowieso mal eine Pause von diesem Spiel. Okay, da unten ist jetzt einer. Nein, der darf mich auf keinen Fall erwischen. Bam, nein, voll daneben gehauen. Was mache ich denn da überhaupt, ganz ehrlich? Okay, ein Treffer und voll daneben und Treffer. Okay, einer ist tot. Den letzten sollte man doch noch ganz einfach machen können. Oh Mann, der explodiert schon wieder. Jetzt komm mal wieder her. Ja, bestens. Und ne, es war daneben. Weiß nicht, wie viel Hits er braucht. Ich vermute mal zwei. Einfach mal spekuliert. Oh nein, er ist schon tot. Oh, gut. Das heißt, ich werde dahin kommen. Viele Levels erwarten uns gar nicht mehr. Das heißt, beim nächsten Mal kommen, ich vermute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe keine Ahnung. Egal, beim nächsten Mal weiter. Bis dann.